Hallöchen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich bin gerade auf der B90 unterwegs Richtung Stadtilm. Ich will mich da mit Micha treffen. Es ist hier irgendwie in meinem Helm ist es total laut. Keine Ahnung, wie es auf der Kamera rüberkommt, aber alter Schwede, ey. Wind ohne Ende, obwohl es eigentlich hier total windstill ist. Keine Ahnung. Jedenfalls, wie gesagt, bin ich auf dem Weg nach Stadtilm. Da vorne ist schon gleich die Abfahrt, aber irgendwie ist hier alles gesperrt. Und keine Ahnung, ob ich da nicht doch nach Stadtilm komme. Ich probiere es einfach mal. Ich gucke mal, was hier gesagt wird. Weil da treffe ich mich, wie gesagt, mit Micha. Und wir wollen nämlich heute nach Hohenwarte fahren. Eigentlich ist hier schon direkt Stadtilm. Ich bin sogar viel zu früh dran, ne? Da kommen ja auch Leute her. Bis Baustelle frei. Ja, mal gucken. Ja, ich hätte natürlich auch anders nach Stadtilm fahren können. Also es hieß dann, es ist gesperrt und ich bin dann halt einfach mal über die B90 gefahren. Normalerweise, ich bin jetzt hier auf der B87, hätte ich auch durchfahren können quasi. Irgendwie wollen wir uns, glaube ich, an einer Totaltankstelle treffen. Ist das hier vorne die? Ah, das ist sogar die Total. Wo geht's denn jetzt zur Tankstelle? Ich glaube hier rein, ne? Ja. Micha ist anscheinend noch nicht da. Aber halb so wild. Er hatte tanken. Und dann nochmal meinen Reifendruck prüfen. So, nachdem ich jetzt ungefähr eine Stunde, über eine Stunde auf Micha an dieser scheiß Tankstelle gewartet habe, wo wir uns eigentlich verabredet haben, ist er keine Ahnung, wie er das geschafft hat, aber ist er in ein übelstes Kacknest und ich muss jetzt endlich dahin fahren oder ich kann jetzt dahin fahren. Keine Ahnung, wie er da gelandet ist. Ich habe bei Google Maps musste ich gucken, weil ich habe keine Ahnung gehabt, wo das sein soll. Ey, der Junge macht mich heute ganz schön fertig, ey. Das ist der Wahnsinn. Der ist hier sonst wohin gefahren, ey. Na toll. Und jetzt ist auch noch ein Scheißvieh direkt auch wieder auf meine Fresse geflogen. Ja, leck mich doch am Arsch. Vor allem, der ist wirklich hier die Straße lang gefahren und will mir sagen, da war nirgendwo Stadtilm ausgeschildert und es war auch nirgendwo durchgestrichen. Wie ich es ihm nämlich noch erzählt habe, dass das auch durchgestrichen ist. Und er musste nur die erste wieder runter. Alter, es war durchgestrichen, da war es doch. Ich bin doch selber lang gefahren. Ich hab's ja sogar auf Video. Hier steht einfach ein Auto ohne Kennzeichen und alles. Jawohl. Sehr geil. Geile Straßen schon wieder hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na doch. Ich muss ja da lang. Scheiße. Dann muss ich ja hier lang. Ja. Wir wollten doch nur nach Hohenwarte. Wir wollten doch nur nach fucking Hohenwarte, Mann. Und er ist schon wieder, keine Ahnung, in der übelsten Pampa unterwegs, Mann. Junge, was stimmt mit dir nicht heute? Ey, das gibt's ja nicht. Geht mir auf den Piss, Mann, so eine Scheiße. Es ist so einfach gewesen, die scheiß Strecke. Mann, jetzt gammelt man hier übelst in der Dreckspampa rum. Ich bin zu weit gefahren. So, jetzt hier in Remda. Jetzt hier. Da muss ich irgendwo dann, keine Ahnung, irgendwo dann in den Norden. Bin ich jetzt nicht hier richtig? Da vorne ist eine Tankstelle. Micha, wie zur Hölle? Frag mich nicht. Kommt man jetzt hierher? Eigentlich haben wir Micha eingesammelt. Müssen wir jetzt nur noch auf die B90 wieder zurück. Und dann sollten wir es auch irgendwie noch finden. Ich weiß nur, dass wir irgendwie an Saalfeld vorbei müssen. Aber dann hört es auch schon wieder auf, wo wir eigentlich lang müssen. Weil ich habe dann keine Ahnung mehr. Ich hatte nicht richtig geguckt gehabt. Ich hätte nur mal so grob geguckt in Google Maps, wo es so lang geht, aber mehr auch nicht. Jetzt müssen wir nur noch auf die B90 und dann bin ich wieder glücklich. Ich bin dann erstmal wirklich glücklich. Oh, das ist aber auch eine Tortur jetzt hier gewesen. Ey, Wahnsinn. Da kann ich echt einen eigenen Teil draus machen. Wir sind bei der B90. Oh, zum Glück, ey. Dann können wir jetzt einfach weiter Richtung Rudolstadt. Oh, herrlich. Und Saalfeld. Ah, herrlich. Ja, gut. Na gut, wir sehen uns dann beim nächsten Teil. Das war's jetzt erstmal mit dieser Tortur, den Michael zu holen. Und wir sehen uns beim nächsten Teil. Also reingehauen. Und hatte tschüss. Your name, piercing hearts untamed, while the
than dying fire.